Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ja, das sieht ja nicht so schön aus. Geht um Lucas W211 Automatikgetriebe. Und zur Veranschaulichung habe ich mal dieses Glas Wasser auf das Armaturenbrett gelegt, um euch zu zeigen, wie unruhig der Lauf ist. Ursächlich irgendwas im Antriebsstrang trennt nicht im Leerlauf. Die Vermutung ist die Wandlerüberbrückungskupplung vielleicht oder einer der Drehzahlsensoren. Ihr seht es auch, Drehzahlvergleich Y36N2 zu Y36N3 ist unplausibel. Ich werde noch drauf eingehen, ich illustriere es gleich nochmal. Ja, hier haben wir die Schaltplatine mit dem Schaltgehäuse, da wo die Ventile drauf sind. Ja, was haben wir gemacht? Landläufig üblicherweise mal den Steckereinsatz gewechselt, ja, das Ventil für die Wandlerüberbrückungskupplung gewechselt und gehofft, dass dann Ruhe ist. Hier zeige ich euch jetzt noch kurz, wo diese Sensoren ihre Impulse herbekommen. Das sind im Prinzip wie ABS-Sensoren, ja, anders sind die auch nicht aufgebaut. Werde ich in einem anderen Video noch genauer drauf eingehen, ja. Und was da jetzt sich vorbeidreht, ihr seht ja, das sind diese gelochten Scheiben, die machen genau wie bei den ABS-Sensoren die Feldänderungen und damit die Signale. Hier seht ihr das jetzt nochmal im Standbild, ja. Das sind die beiden Gangräder, ja. Da Luca und ich, wir haben also diese, nennen wir es mal, Schaltkassette mit der Platine, haben wir abgebaut und hier könnt ihr euch jetzt mal räumlich nochmal orientieren. Ja, und wir hatten dann die Hoffnung, dass mit Wechsel dieses Ventils und dieses Steckereinsatzes, der in der Tat verölt war, Ruhe ist. Hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe auch überprüft, ihr habt es in dem Video kurz gesehen, ich habe die, das Steuergerät mal freigelegt im Beifahrerfußraum rechts. Da ist also noch kein Öl an den Steckern, also es ist noch nicht dahin durchgedrungen. Und jetzt zeige ich euch roh mitgefilmt die Aufzeichnungen, die Fehlermeldungen und vielleicht hat einer oder der andere von euch da jetzt eine Idee dazu. Hier habe ich es nochmal illustriert, könnt ihr es euch anschauen, wo die Sensoren sitzen, ja, und wo die Ventile sitzen. Die Sensoren waren weiß, die Ventile habe ich rot beschriftet. So, also das ist eine Software von Delphi, die Steuergeräte sind auch von Delphi. Und jetzt schauen wir uns da mal zusammen an, was da passiert. Und ihr denkt vielleicht mit, das wäre schön, das wäre lieb von euch. Wie gesagt, wir werden als nächstes jetzt die Platine wechseln. Aber ich habe das Gefühl, dass die Party damit noch nicht vorbei ist. Ja, weil ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Normalerweise sollte im Leerlauf, also im Leerlauf, der Wandler vollständig trennen. Und das tut er nicht. Obwohl, ihr werdet es jetzt im Lauf dieser Prüfung sehen. Genau, er zeigt es gerade aus. Die Überbrückungskupplung ist offen. Also da dürfte kein Schleppmoment mehr sein. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Im Stress verfalle ich immer ins Schwäbische. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Also die trennt und wir haben eine Drehzahldifferenz. Reicht die eigentlich? Ja, würde mich freuen über Input von euch, wenn sich einer mit diesem Automatikgetriebe vom W211 auskennt. Also Automatik ist es nicht meine Stärke. Gerne kommentieren. Wir sind also jetzt an der Stelle für jede Anregung dankbar. Und jetzt hat er praktisch einen Gang eingelegt. Und jetzt ist es im Prinzip die Differenz, die Motordrehzahl. Ne?
Genau, ja. Ja. Die. Jetzt bist du in D. Jawohl. Und also wieder trennen, ja. Ja, aber die Drehzahldifferenz sagt nichts drüber aus, ob wir nicht doch noch einen Restmoment drauf haben, ne? Motordrehmoment sind wir bei 729 Newtonmeter. Das heißt, der Motor muss Drehmoment erzeugen, ja? Antriebswelle, Drehzahl, Moment. Sehe ich, weil das funktioniert. Wenn ja. Ich die Bremse leicht löse, funktioniert es, ne? Ja. Das heißt, der überbrückt auch. Also geht auch weiter. Ja. Aber der Drehzahlsensor 3, und du bist jetzt auf P, der muss bei 0 stehen, ja, das ist okay. Der bekommt aber auch so keinen Wert, ne? Ich? Ah ja. Drehzahlsensor 3. Jetzt gib mal ein bisschen Gas und dann sage ich dir, dann kommen Werte hoch. Mach mal ein bisschen Gas. Ja. 2 ist welcher Sensor? Das ist, schätze ich, hier. Schau. Wenn ich jetzt im Gang bin. Ja. 0 Umdrehungen die Minute. Das heißt, ich schätze mal, der Drehzahlsensor 2 ist der Raddrehzahlsensor. Ne? Oder der Antriebswellensensor. Ich würde sagen schon, das sind schon die im Getriebe, oder? Kann sein, ja. Weil wenn ich jetzt so gehe, aber der Dreier, der macht gar nichts. Er ist tot, ne? Ja, jetzt, pass auf, mach mal die Handbremse auf. Die war die ganze Zeit offen. Das heißt, jetzt geh ich mal von der Bremse. Den habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Und jetzt das Rad dreht, aber jetzt dreht das Rad. Geh mal runter von der Bremse und gib ein bisschen Gas. Jawohl. Und jetzt schauen wir mal. Lass mal das Rad drehen jetzt. Jetzt müsste der Dreier hochkommen. Und er zeigt immer noch nichts, ja? Die Räder drehen, okay? Lass uns mal die Räder drehen. Bleib drauf, gib mal ein bisschen Gas. Sag komisch. Aber... Schau mal, ich gebe konstant Gas. Ja. Und das Rad dreht sich ganz wild, nicht? Ja. Ja. Jetzt gebe ich konstant Gas. Jetzt ist es die Anti-Schlupf-Regelung oder sowas? Oder WSB gerade ausgeschaltet. Aber auf jeden Fall kriege man trotz allem keinen Drehzahlsensor. Genau. Und was ist Turbinendrehzahl? Das ist ja dann wohl kaum der Turbolader sein, oder? Nee, Turbinendrehzahl ist die Wandler. Der Wandler, ja. Wandler zu Betriebe hin, ne? Ne, Wandler vom Motor. Wandler vom Motor, Zwischenwandler. Guck mal, Turbinendrehzahl hat er jetzt, aber 3 sagt nichts. 3 sagt gar nichts. Tisch? Ja. Hier haben wir 13 Kilometer an der Hinterachse. Das passt alles. Wie du siehst, Sollstromstärke des Modulierdruckmagnetventils ist am Soll, weißt du? Ja. Soll und Ist passt übereinander, das ja. Ist okay. Ein Ausverhältnis Drehmomentwandlersperr. Und dann haben wir hier Regelmagnetventil ist okay. Passt zusammen. Gangschaltventil hat er keinen Wert drin. Druck des Druckreglermagnetventils bleibt konstant. Was ist das Druckregelmagnetventil? Ist es auch im Getriebe, ne? Ja. Okay. Hängt in der Steuereinheit zum Beispiel. Ja. Das regelt praktisch den Öldruck aus, vermute ich mal, oder?
kannst du auch die Impulse dir anschauen von dem Drehzahlsensor. Muss ich gucken? Ich mache jetzt mal hier Stopp, ja, dass ich noch ein bisschen was. Sind wir jetzt? Im Getriebe, in Temperatur. Okay. Drehzahlsensor 3. Da ist er. Zeigt da gar nichts. Und wie sieht der Zweier aus? Ah, jetzt zeigt der Dreier auch. Ja, weißt, das ist das, was ich gestern schon gesagt habe, Adrian. Diese Induktivität, ja. Also das ist im Prinzip die Zündspur. Das heißt, je schneller die Feldänderung, desto mehr Ausgangssignal hast du. Der schwächelt einfach. Der schwächelt, ja. Der schwächelt, würde ich sagen, oder? Ja. Geh nochmal auf den Zweier. Und jetzt geh nochmal vom Gas. So. Das heißt, wir müssten eigentlich... Den Signalverlauf selbst. Aber wir haben hier gar kein Signal, siehst du? Ja, das ist im Prinzip dieses Gezacke. Hier ist ja das Signal. Kannst du da hier die Skalierung ändern? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist jetzt zu viel verlangt, oder? Ja, das ist zu viel verlangt. Klingt da nicht. Aber das sind wirklich die Rohwerte. Das sind die einzigen. Siehst du, jetzt hat er sich. Nee, doch nicht. Doch nicht. Nee. Der Dreier macht gar nichts. Ja, der müsste zumindest. Na gut, die Software macht null draus, ja. Aber da ist gar nichts dran. Würdest du sagen, es macht Sinn, auf Verdacht mal die Elektronikplatte zu wechseln? Wenn man erstmal herausfinden, welcher Drehzahlsensor das ist, und den mal tauschen. Ja, der sitzt auf der Platte mit drauf, das kann ich dir zeigen. Dann mal die Platte wechseln, ja. Ja. Wo ist der Zweier jetzt? Hier oben. Was ist das der? Jetzt gehen wir runter vom Gas. Jetzt. Bleibt konstant, ne? Jetzt mal ganz runter vom Gas. Also er sagt jetzt 400 Umdrehungen und wir haben aber 800, ne? Ja gut, das ist ja die Wandlerdrehzahl. Ah ja. Soweit ich das weiß. Ja, stimmt schon. Die Wandlerdrehzahl ist immer... Und jetzt nochmal das Rad. Nochmal das Rad drehen lassen. Okay. Und jetzt müsste ja der Dreier zumindest mal ein bisschen eine Änderung anzeigen, oder? Wenigstens ein bisschen, ja. Ja? Der sagt ja gar nichts. Oder gehen wir in den Rückwärtsgang, spaßeshalber? Und auch, ja, das Rad dreht fröhlich rückwärts und dieser Sensor sagt, ich habe null. Das Rad.
Der sagt immer noch 0. Und der hat immer noch 0. Also da müsste sich doch... Ich weiß nicht, welcher das ist, aber da müsste sich doch irgendwas tun, ja? Was ist plus 135 Grad? Was ist das? Ist okay, oder? Spielwassertemperatur, oder? So, Freunde, Selbermacher, Hobbyschrauber, mit diesen Bildern, tonlosen Bildern, verabschiede ich mich jetzt. Es sind noch viele Fragezeichen offen. Wir werden jetzt am Wochenende die Platine wechseln, der Luca und ich. Aber mein Gefühl sagt mir, das war's noch nicht. Denn meines Erachtens im Leerlauf, Leerlauf bedeutet für mich Getriebe Eingangswelle kann frei drehen, selbst bei angezogener Handbremse, eingelegter Parksperre, was auch immer. Es muss eine vollständige Krafttrennung zwischen Ein- und Ausgangswelle sein. Also, wir haben die Hoffnung, dass tatsächlich Drehzahlsensor 3 defekt ist. Ja, und ich sag mal, ich werde weiter berichten und würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch da noch was dazu sagen würde, der vielleicht das Getriebe ein bisschen besser kennt wie ich. Automatik war nie mein Ding. Die einfachen amerikanischen Automatikgetriebe, ja, die TH350 und so, da blicke ich noch einigermaßen durch, weil ich auch selbst ein Auto besitze mit Automatikgetriebe, ein Oldtimer. Aber das hier, ja, also da würde ich mich über einen Input von euch freuen. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, Like und Subscribe, würde mich auch freuen. Und bis dahin macht's gut und viel Erfolg bei euren Projekten.